Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Saisonprognose für die dritte Liga. Saison 2018-2019. Ja, letztes Jahr war die Saisonprognose der dritten Liga von mir extremst schlecht. Also ich hatte da ziemlich viel falsch, also einiges ziemlich falsch getippt. Aber diese Saison werde ich es anders machen. Ihr seht es hier schon, ich habe die ganzen Logos von den teilnehmenden Mannschaften selbst gestaltet. Also ich hoffe, sie gefallen euch, aber man kann es, denke ich, schon noch erkennen, welcher Verein damit gemeint ist. Der Hintergrund dabei ist wegen den Urheberrechten, weil die Bilder sind ja auch urheberrechtlich geschützt von den Vereinslogos und da will ich jetzt keine Probleme damit bekommen. Deswegen habe ich da alle Wappen umgeändert. Ich hoffe, das passt euch dann so. Und somit würde ich sagen, starten wir gleich mal. Aber bevor es wirklich losgeht, heute jetzt nochmal eine kleine Sache. Ich werde nämlich auf Platz 10 anfangen, dann ein paar Plätze raufgehen, ein paar Plätze runtergehen in diesem Video. Und im nächsten Video, also im zweiten Teil von der Saisonprognose der dritten Liga, gibt es dann die Aufstiegsplätze und die Abstiegsplätze. Und somit würde ich sagen, beginnen wir auf Platz 10. Auf dem 10. Platz geht es los mit dem VfR Aalen. Letzte Saison konnte Aalen die Tabelle auf Platz 12 abschließen. Also nach der letzten Saison sind sie 12. geworden. Aalen hat nichts mit dem Abstieg, aber auch nichts mit dem Aufstieg zu tun gehabt. Und ich denke, diese Saison wird für Aalen so ähnlich laufen. Sie haben ein paar Spieler abgeben müssen, aber haben auch ein paar interessante Neuzugänge geholt. Und da weiß man halt nie so, wo wird die Heise hingehen. Also vor der Saison weiß man es bei keinem Verein, wo die Heise hingehen wird. Aber ich denke, bei Aalen wird es, denke ich, im gesicherten Mittelfeld landen. Und ich habe mich letztendlich für den 10. Platz entschieden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einen Platz nach unten auf Platz 11. Und mit dem 11. Platz kommen wir gleich mal zum ersten Aufsteiger, nämlich Energie Cottbus, aufgestiegen aus der Regionalliga Nordost, sind dort Erste geworden, sind ziemlich gut durchmarschiert, denke ich. Und dieses Jahr wird für Cottbus, ja in der dritten Liga, werden sie sich wieder etablieren, denke ich. Sie haben einige gute Spieler geholt, aber auch ein paar Abgänge. Aber ich denke, in der dritten Liga werden sie jetzt nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sondern eine ja, ruhige Saison spielen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Platz 9. Also wir gehen immer einen Platz nach unten, dann wieder einen Platz nach oben und so weiter. Und somit weiter geht's mit Platz 9. Auf Platz 9 liegt der nächste Aufsteiger, nämlich der TSV 1860 München. Ja, vor 2 Jahren sind sie ja aus der zweiten Liga abgestiegen, eigentlich in die dritte Liga, aber sie haben die Lizenz für die dritte Liga dann nicht bekommen. Ich weiß die genauen Hintergründekarten nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie in der Relegation gegen Jan Hengsburg da verloren. Mussten somit dann bis in die Regionalliga runter. Haben dann einen mega Umbruch gemacht. Und mit jungen und talentierten Spielern sind sie direkt von der Regionalliga Bayern wieder in die dritte Liga aufgestiegen. Und ich finde, sie haben diese Saison so einige tolle Neuzugänge geholt. Also wirklich vielversprechende Neuzugänge. Natürlich auch einige Abgänge. Aber ich denke, 1860 München, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und am Ende, denke ich, wird es ein guter 9. Platz werden. Und somit geht es weiter mit dem 12. Platz. Auf dem 12. Platz liegt in meiner Drittliga-Prognose Preußen Münster. Ja, letztes Jahr so lag Preußen Münster auf dem 10. Platz. Dieses Jahr geht es 2 Plätze runter auf die 12, aber es kann so gut auch der 10. Platz dieses Jahr wieder werden. Ich denke einfach, dass Preußen Münster im Mittelfeld landen wird. Wo genau ist natürlich jetzt noch nicht zu sagen. Am Ende können sie auch überraschen und aufsteigen, aber ich denke es nicht. Ich denke, Preußen Münster hat nichts mit dem Aufstieg zu tun, aber auch nichts mit dem Abstieg. Dafür sind sie zu gut, dass sie absteigen würden. Aber zum Aufsteigen halt leider auch ein bisschen zu schlechter Vielzahl, ein bisschen an Qualität. Aber ich denke, Preußen Münster wird wieder eine sorgenfreie Saison spielen wie letztes Jahr. Wird es, denke ich, da auch so ähnlich werden.
es gab jetzt keinen Mega-Umbruch, sondern es ging ein paar Spiele und es kam ein paar. Die genauen Spieler weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe es mir angesehen bei allen Vereinen, aber genau weiß ich es gerade nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und ich würde sagen, weiter geht's mit Platz 7 oder mit Platz 8. Wo waren wir? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf Platz 8 waren wir. Der 8. Platz belegt bei mir die Würzburger Kickers. Letztes Jahr wurden sie ja 5. Dieses Jahr, denke ich, geht es 3 Plätze weiter nach unten. Auch, das hat natürlich auch den Grund, dass der Kapitän, nämlich Neumann, den Verein verlassen hat, die Würzburger Kickers. Ansonsten kamen auch noch ein paar Abgänge dazu, unter anderem Hesel, Königs und Tafferzhofer. Auch alle Stammspieler sind gegangen. Bisher sind noch nicht wirklich die tollen Neuzugänge gekommen. Natürlich ein paar gute Namen, gute Drittliganamen waren schon dabei. Aber es muss auf jeden Fall noch einiges passieren bei Würzburg. Es braucht doch noch 2, 3 gute Neuzugänge. Aber ich denke, dieses Jahr wird es für die Würzburger Kickers eher ein bisschen ins Mittelfeld gehen. Aber es wird trotzdem eine ordentliche Saison. Somit geht's weiter jetzt mit Platz 13. Auf dem 13. Platz liegt in meiner Prognose Fortuna Köln. Letztes Jahr so wurden sie noch 8. Dieses Jahr, denke ich, reicht es eher nur für so einen 12., 13. Platz ungefähr. Das hat den Hintergrund, dass der Top-Torjäger von Fortuna Köln, Keita Huell, den Verein verlassen hat. Hat in der letzten Saison so ziemlich viele Tore geschossen. Und einen wirklichen Ersatz haben sie für meine Begriffe noch nicht verpflichtet. Und deshalb geht es halt ein paar Plätze runter. Aber mit dem Abstieg, denke ich, werden sie nichts zu tun haben. Auf Platz 7 liegt in meiner Prognose Hansa Rostock. Letztes Jahr wurden sie ja 6. Wobei sie lange Zeit, glaube ich, im Aufstieg mitgespielt haben, aber am Ende hat die Kraft nicht mehr gereicht. Ja, dieses Jahr sehe ich sie ziemlich ähnlich. Da stehen vielleicht 1, 2 Plätze weiter unterhalb, weil ja auch Benjamina, der beste Torschütze von Rostock, der letzten Saison hat den Verein verlassen. Sie haben zwar dafür schon einen ziemlich guten Ersatz gefunden. Wir waren das gleich mal. Es war, ich glaube, Königs ist gekommen, glaube ich. Und im Tor ist Orlishausen vom Karlsruhe SC gekommen. Also sind schon ein paar gute Verstärkungen dabei. Und deshalb denke ich, wird es für einen guten Platz in der oberen Tabellenhälfte reichen. Aber letztendlich reicht es dann doch nicht für den Aufstieg. Auf Platz 14 in meiner Saisonprognose liegt die Spielvereinigung Unterhaching. Letztes Jahr wurde man ja noch 9. Dieses Jahr, denke ich, geht es wirklich ein bisschen weiter runter. Auch wegen dem verflixten 2. Jahr der Aufsteiger. So ist es eben. Letztes Jahr so waren sie ja als Aufsteiger, glaube ich, auf dem Platz 9. Dieses Jahr, ja, geht es ein bisschen nach unten, wie schon gesagt. Ja, sie haben einige Talente verpflichtet. Einige junge Spieler auch, die sich bestimmt auch beweisen wollen, aber sie haben halt auch ein paar Stammspieler abgegeben. Aber am Ende wird es dann noch auf Platz 14 landen, kann aber jetzt auch auf Platz 11, 12 oder 13 sein. Also im Mittelfeld kann sich da noch alles ein bisschen verschieben. Und jetzt geht es weiter mit Platz 6 und dann war es das heute schon vom ersten Teil. Die ersten 5 Plätze und die letzten 5 Plätze gibt es dann im zweiten Teil. Und dann kommen wir auch schon zum 3. Aufsteiger in dieser Saison, nämlich dem KFC Uerdingen. Auf Platz 6 habe ich die sogar gestellt in meiner Prognose. Und somit ist auch klar, es wird kein Aufsteiger direkt wieder absteigen, aber es wird kein Aufsteiger auch durchmarschieren. Der KFC Uerdingen hat sich ziemlich stark verstärkt, das muss man echt mal sagen. Unter anderem mit Kevin Großkreuz, einen Weltmeister von 2014 haben sie da verpflichtet. Ziemlich toller Transfer. Und auch sonst haben sie einige vielversprechende Spieler geholt. Und ich denke, Uerdingen wird auf jeden Fall die 3. Liga rocken. Aber ich denke, für den Aufstieg wird es noch nicht reichen. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Tabellenübersicht vom Mittelfeld an. Also von dieser Prognose. Die ersten 5 und die letzten 5 Plätze habe ich da noch nicht eingetragen.
Ja, hier seht ihr nochmal meine Übersicht. Die ersten 5 Plätze sind jetzt nochmal leer. Und die letzten 6 Plätze, also im nächsten Video gibt es dann sogar 11 Platzierungen. In diesem gab es ja nur 9. Ich lese euch nochmal kurz vor, wer jetzt auf welchem Blatt steht. Auf dem 6. Platz KFC Uerdingen, auf dem 7. Hansa Rostock, Platz 8 Würzburger Kickers, Platz 9 1860 München, Platz 10 VfR Aalen, 11. ist Energie Cottbus, auf Platz 12 ist Preußen Münster, 13. ist Fortuna Köln und 15. die Spielvereinigung Unterhaching. Und somit würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall den zweiten Teil von der Saisonprognose an. Da wird es nämlich dann mal richtig spannend. Da entscheidet sich, wer steigt in meiner Prognose auf und wer steigt ab. Aber es ist natürlich nichts endgültig. Also es kann in der dritten Liga alles passieren. Ja, letztes Jahr so haben wir es ja gesehen. Ich habe eine Prognose gemacht, meines Erachtens gar nicht so schlecht, aber im Nachhinein waren die Platzierungen echt etwas seltsam. Weil vor das und so kann man es echt nicht sehen. Wie sind die Mannschaften drauf? Holen sie sich jetzt kurz vor Schluss noch, kurz vor seinem Saisonbeginn noch Spieler? Also es kann auf jeden Fall ziemlich viel passieren. Und somit würde ich sagen, war es das mit dem ersten Teil der Saisonprognose der dritten Liga. Also bis zum nächsten Mal und ciao.